hat ja begonnen, glaube ich, in Arborn mit einer kleinen Bar. Und daraus ist eine kleine unternehmerische Gastro-Geschichte entstanden. Was war denn die Idee, überhaupt mit einer Bar zu beginnen als Quereinsteiger? Ich habe nebenbei 12 Jahre lang Nachtleben geschafft in der Diskothek in St. Gallen. 12 Jahre lang ist lang, auf alles verzichten. Aber mit dem Hintergedanken, ich spare mir jetzt etwas, um dann was selber aufzumachen. Und dann jedes Wochenende, Freitag, Samstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, geschafft, über die Sommertage, keine Ferien mehr. Und dann zum halt einen kleinen Traum verwirklichen. Aber nur nebenbei. Das war die Idee. Dann ja, dann ist es explodiert. Ja, ich habe meine Idee. Ich habe meine Idee. Wie soll ich sagen? Freien Lauf gegeben. Ich habe es so gemacht, wie ich jetzt ein paar gestalten würde. Und obwohl alle dagegen waren, nein, das sieht nicht gut aus, nein, da hat zu viele Totenköpfe. Und ja, dann habe ich gesagt, komm, egal, machen wir jetzt einfach. Und dann war der Boom. Dann hat es geheißen, ja, du musst jeden Tag aufmachen, nicht mehr zwei, drei Tage. Dann jeden Tag aufmachen, gleich 100% arbeiten. Und dann sind Anfragen gekommen, ja, willst du mit mir zusammen arbeiten? Machen wir zusammen einen Bau auf, dort, da. Also zusätzlich noch einen zweiten Betrieb neben der ja, Bar. Und nach drei, vier Monaten habe ich gedacht, komm, soll ich nicht. Und dann ist das Angebot gekommen in St. Gallen. Dreistöckige Bar, ich dachte, puh, das ist schon die Champions League, oder? Dann habe ich meinen Job aufgeben, weil es nicht mehr gegangen. Und dann habe ich dort eins aufgebaut. Und auch da ist jetzt gut. Und ich letztes Jahr gewonnen habe. Ja. Da bist du ja auch bei «Massimann besser als Gastro» schon mitgemacht. Ja, genau. Und ja, nachdem ist dann das Fitness gekommen, das auch gleich aufgebaut ist. Und auch dort ist halt die Community ist auch gut angekommen mit DJ und alles. Ja, und zum letzten habe ich gedacht, komm, jetzt habe ich nur Sachen für Jugendliche. Machen wir etwas doch für ein bisschen Erwachsene. Man wird ja nicht jünger. Nein, man wird älter, gell? Und die Nerven auch. Und dann habe ich gedacht, kommt ein Kaffee, wo, also ein Kaffee, wo tagsüber Kaffee ist, für die ganz Älteren, wo auch ein bisschen von Rockstar wohnt, wo nur gehört haben vom Sohn oder Neffe oder wer auch immer. Und dann am Abend halt ein bisschen Nightlife, ein bisschen Cocktails, clubmäßig Bar. Beim Rockstar-Café in Rorschach hat die Jury überzeugt, dass es eine tropische Oase ist im Herzen von Rorschach. Eine gute Umsetzung mit einer kreativen Küche in einem ganz besonderen Ambiente. Ein innovatives Konzept, das ganz sicher seine Zielgruppe erreichen wird. Es ist alles. Es ist das Konzept dahinter. Es sind die Mut, die man haben muss. Glück und der richtige Schnaufen. Das sind die vier Sachen, die ich immer sage, da braucht es. Mit einzelnen Sachen geht, bringst du es nicht an. Du musst ein Konzept haben, du musst Mut haben, du musst Glück haben und den richtigen Schnaufen und das richtige Team aufbauen. Und so du bist sicher mal auf einem guten Weg, gell? Aber nichts ist sicher.